Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Susanne Müller, ich bin Diplompsychologin und Psychotherapeutin und ich möchte euch heute die RET-Therapie, die wir auch ABC-Technik nennen, vorstellen, von Albert Ellis. Ich erkläre euch die einzelnen Schritte und werde euch einmal durchleiten und am Ende auch erklären, wie wir das umstrukturieren, dass wir aus den irrationalen Gedanken, die oft auch ein dysfunktionales Verhalten auslösen, in eine richtige Denkweise kommen. Und ich wünsche euch viel Freude dabei. Die Abkürzung ABC steht für Auslöser, Bewertung und Konsequenz. Die Technik basiert auf der Annahme, dass nicht die Ereignisse an sich, sondern die Art und Weise, wie wir sie bewerten, unsere Emotionen und unser Verhalten beeinflussen. Schauen wir uns die Technik nun etwas näher an. Das A steht für Auslöser, also Identifikation des Auslösers mit einer Situation oder einem Ereignis, das zu einer bestimmten Reaktion führt. B steht für die Bewertung des Auslösers, um zu verstehen, welche Überzeugungen oder Denkmuster dahinter stehen und welche emotionale Konsequenz daraus resultieren. C steht für die Konsequenz, also die Bewertung des Auslösers, die dann eine Konsequenz folgen lässt, zum Beispiel eine bestimmte Emotion, die ein Verhalten auslöst, was funktional oder dysfunktional sein kann. Dann gelangen wir in D in die Disputation, also wir überprüfen die ungesunden Überzeugungen und Denkmuster, die durch die Bewertung des Auslösers entstanden sind. Und dann sind wir auch schon bei E, bei der effektiven Umkonditionierung, eine Veränderung ungesunder Überzeugungen und Verhaltensweisen durch die Einführung von realistischen und gesünderen Alternativen und Denkweisen. Nehmen wir mal ein Beispiel für die ABC-Technik. Eine Person hat bei der Arbeit einen Fehler gemacht und ist vom Vorgesetzten kritisiert worden. Das ist der Auslöser. Die Bewertung heißt, die Person denkt jetzt beispielsweise, ich bin ein Versager, ich kann meine Arbeit nicht richtig machen, ich werde meinen Arbeitsplatz verlieren. Die Konsequenz aufgrund dieser Bewertung ist, dass diese Person sich möglicherweise ängstlich fühlt, niedergeschlagen und vielleicht auch Vermeidungshalten zeigt und ja auch die Verantwortung nicht dafür übernehmen kann und möchte, weil sich dieses Gefühl einfach in so eine Abwärtsspirale bewegt. Also haben wir in der ABC-Technik eine irrationale Bewertung mit einem dysfunktionalen Verhalten. Jetzt geht es in die Disputation. Wir stellen also diese Situation in Frage. Die Person kann die ungesunde Bewertung jetzt des Fehlers korrigieren. Ist es realistisch so zu denken, dass ich ein Versager bin? Nur weil ich einen Fehler gemacht habe, habe ich nicht auch in der Vergangenheit schon Fehler gemacht und habe ich diese auch nicht erfolgreich korrigiert oder habe ich das getan? Habe ich nicht in der Vergangenheit bereits erfolgreich gearbeitet und gezeigt, was ich kann? Also wir legen den Fokus in der Disputation auf die positive Seite. Und jetzt kommt dann die effektive Umkonditionierung. Die Person kann also aufgrund dieser neuen Überzeugungen durch eher realistischere Gedankenmuster, zum Beispiel, ich habe einen Fehler gemacht, aber deswegen bin ich noch lange kein Versager. Ich werde aus meinen Fehlern lernen. Fehler machen ist menschlich. Ich kann durch diesen Fehler meine Arbeit verbessern und optimieren. Also durch diese alternativen Verhaltens- und Denkweisen erlernen wir zum Beispiel eine bessere Situation und Selbstreflexion, ein Feedback, was wir uns selbst geben. Wir können aufgrund dieser Bewertung auch möglicherweise offener mit dem Vorgesetzten kommunizieren, ins Gespräch gehen und die Dinge vielleicht wieder gerade rücken. Durch diese Anwendung der ABC-Technik kann man also lernen, ungesunde Überzeugungen und Denkmuster zu identifizieren, zu verändern und sich vielleicht zu gesünderen Denkweisen umzukonditionieren. Ich weiß, dass das nicht immer geht. Also viele haben eben aufgrund der Ursache, wenn es zum Beispiel um traumatische Erlebnisse geht, oft nicht die Möglichkeit, diese Umkonditionierung anzuwenden. Sie fallen dann oft in dieses dysfunktionale Verhalten und in die irrationale Bewertung zurück. Dafür gibt es dann auch wiederum andere Techniken. Deswegen kann man nie sagen, eine Technik ist für jeden geeignet
Und wenn ihr merkt, dass ihr mit einer Technik wie hier nicht zurechtkommt und das nicht funktioniert und ihr weiterhin in einem dysfunktionalen Prozess seid, dann holt euch Hilfe durch einen Therapeuten und versucht einfach eure eigene Situation mit einem professionellen Feedback zu reflektieren, um dann vielleicht auch zu verstehen, was da hinter diesen negativen Gedankenmustern steckt. So, das war die Erklärung der ABC-Technik. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einfach ein Like da und ein Abo und wir sehen uns im nächsten Video wieder.